Willkommen zurück zu Kingdoms of Amalur Reckoning. Wir waren hier zuletzt bei dem Hauptquest wieder, mächtige Feinde, und sollten jetzt die Templerin Joriel um Hilfe ersuchen. Ich hatte dann noch das letzte Mal in der Höhle, da hatte ich bei Gegenständen noch buchmäßig was gefunden. Na, wo ist es denn überhaupt? Ich frage mich auch, was ich jetzt mit diesen Tagebüchern machen soll, weil als ich die versuchte, in meine Kiste zu Hause einzupacken, hat das nicht geklappt. Also das kann man entweder nur zerstören oder behalten. Und ich weiß nicht, ob das gut ist, wenn ich die zerstöre, die Bücher, die wir schon gelesen haben. Naja, hier habe ich jedenfalls noch einen gefunden gehabt. Notizen aus dem Salzquelllabor, Tag 21. Die Laboreinrichtung steht und die trockene Umgebung ist ideal für die Haltbarmachung unserer Exemplare. Das ist ein großartiger Ort, um meine Theorien zu testen. Ich wünschte nur, Fumorus würde meine Begeisterung teilen. Warum ich das Ganze dreimal habe, weiß ich nicht. Aber das wollte ich nochmal erwähnt haben. So, jetzt gehen wir mal raus. Hoffentlich mal gucken. Wenn der eine da draußen steht, der uns ja verraten hat, vielleicht müssen wir dann auch nochmal gegen die kämpfen oder was? Oder wie oder was? Wir laufen da mal hin. Du hast dir eine Krankheit eingefangen. Suche dir einen Heiler auf oder trinke einen Genesungstrank, um geheilt zu werden. Na toll, wer kommt da? So, jetzt bin ich also auch noch krank, ja? Bin ich nur immer verflucht? Ich bin jetzt auch krank? Na toll. Ach, hier haben wir noch ein... Stein der Brachlande. In längst vergangenen Zeiten gab es in der Wüste keinen Schatten. Die Sonne verbrannte das Land bis zur völligen Zerstörung. Die Flüsse verschwanden. Die Tiere versteckten sich unter der Erde. Menschen flehten Helios um Gnade an, doch er erhielt die Gebete nicht. Die Pflanzen überall im Abland. Ist wieder super gelaufen hier mit dem Stein, während er erzählt, greifen die Feinde an. Komm, der letzte auch noch. Denn wer nicht will, der hat schon. So, da hinten ist wieder das Gerippe. Dann haben wir das ja auch erledigt. Hier sind noch mehr Feinde. Ja. Schön. Genau da muss ich hin. Können wir die umgehen? Habe ich die jetzt so ein bisschen umgangen? Doch, da hat er gar keine Lust zu. Komm, wir springen hier mal runter. Ich glaube, ich muss hier sowieso runterspringen. Hopp, nein, Feinde. Nie werde ich in Ruhe gelassen. Furchtbar. So. Sind die jetzt oben? Sind die unten? Bin ich jetzt total falsch hier? Oh Mann, muss ich jetzt doch nach oben? Hier, geh doch mal ganz knapp da vorbei, sonst sehen die mich. Die sehen mich wahrscheinlich schon, ne? Ne, die haben mich wieder nicht bemerkt. Wo laufe ich hier eigentlich lang? Ich will zum gelben Punkt. Warum komme ich da nicht hin? Och, lasst mich doch einfach in Ruhe. Müsste ich doch hinkommen. Vielleicht muss ich da echt vorbeilaufen und dann sehe ich das erst. Was hatte der noch im Gepäck bei sich? Aha, okay. Ja, Tränke kann ich natürlich auch nochmal nehmen, aber ich mache das immer lieber halt, wenn ich weiß, da kommt jetzt wirklich was und nicht nur so ein paar Nebenkämpfer-Leute. Ja, okay. Ich war also doch weiter weg, als ich dachte. Aber
aber gut. Ah, noch einer. Dann kam die geflügelte Saina, die Mittlerin zwischen Himmel und Erde aus Eshara. Sie erblickte die leidende Wüste und flog zu den Brachen. Federn schenkten den Eisen. Ihre Flügel kühlten. Und mal wieder wurde das unterbrochen. Dabei freue ich mich doch immer, wenn ich so ein Ding finde. Aber das haben sie nicht so toll gemacht, dass man kann ja nie in Ruhe zuhören. Man versteht ja kaum mehr was. Wenn hier immer dann die Gegner kommen, das ist schon... Ja, haben wir es dann. Mensch. Wo ist wieder einer? Da. Und jetzt kommen wieder welche? Oder habe ich die schon? Die schroffen Klippen stürzen in die geschwollene See. Gefährliches Terrain für die unbeholfenen Alpha. Hier ließ sich unser Volk nieder. Ich habe die Orte auf den Hügeln gesehen, die unsere Vorfahren aus von der See geschliffenen Stein geformt haben. Glea Radwin. Die Klippen von Tyvili wurden dort besiedelt, wo das Licht der Himmel am hellsten strahlt. Auf Lyrias Träne blickend, der Giebel der Erde aufsteigend, um ihrer Herrlichkeit zu begegnen. Dachte, ich bleib mal stehen, weil wenn ich weiterlaufe, kommen ja vielleicht wieder Gegner. Ja, war ja gut, dass ich stehen geblieben bin. Heide! Ich gebe ja zu, ich bin etwas lustlos dabei hier und habe auch keine Lust mehr jetzt hier rumzurennen. Ja, wie weit sollte ich denn da rennen? Da muss ich ja richtig weit... Oh, ich muss ja noch voll weit laufen. Das ist ja scheiße. Hab hier gar keine Lust. Oh nein, jetzt muss ich auch noch durch. Mit den Spinnen und so. Kacke. Warum sind hier eigentlich so viele Spinnen? Ja, ich nehme jetzt mal ein paar Tränke, weil das bringt ja hier nichts. Ich nehme mal hier irgendwie so einen Kram. Ist ja egal jetzt. So. Ist wieder ein bisschen Zeug weg. Darf ich den noch plündern? Nein. Na prima. Und was war das hier jetzt für einer, der hier rumliegt? Da ist doch noch ein Ausruf. Denn, oh, wo kommen wir denn hier hin? Voll in die Oase? Hier über uns fliegen wieder... Oh ja, vielleicht sollte ich auch mal einen Blick nach oben werfen. Oh oh, nicht, dass da oben voll die tausend Feinde sind. Aber wir kommen jetzt hier auch schon wieder in so eine belebte Ecke langsam. Was ja gar nicht schlecht ist, ne? Wir wollen ja auch ein bisschen was sehen. Yeah.
Und noch einer, der sich hier mit mir anlegen will. Echt, man hat ja nirgendwo seine Ruhe. Aber das ist halt auch, weil wir hier natürlich wo sind, wo wir noch nie waren. Da kann das schon mal passieren. So, ich sammle hier ganz viel ein. Wundert mich nicht, wenn jetzt bald mal mein Inventar voll sein sollte. Und ich soll weiter dahin und da oben sind Feinde. Oder die kommen jetzt, ne? Kommen die hier raus? Wo seid ihr denn? Ich glaube, die wandern da oben irgendwie rum. Ja, ich habe einen Fluch. Das ist ja nichts Neues. Ist okay. Ich kämpfe wahrscheinlich nicht besonders toll dann deswegen auch. Ach, guck mal hier. Da. Guck mal, ne? Aus die Maus, denn wir wollen das ja hier hören. Er braucht nur einen Namen, der Baumeister. Wie der Wind oder der Blitz oder das Morgengrauen. Durch seine Anwesenheit begann ein neues Zeitalter. Die Könige des Südens erhoben sich. Sie waren die Herren der Wüstensee. Ach, schön. Und wo kommen wir jetzt hin? Ach, nö. Mit Menschen komme ich aber eher klar. Und ich mag keine Leute, die mich immer von hinten angreifen. Die mal auf einmal aus der Erde auftauchen. Wie hier jetzt wahrscheinlich auch wieder. Hört das mit den Spinnen wenigstens langsam mal wieder auf? Die Klapperschlange war eine eitle und hässliche Kreatur. Sie kroch an dunklen Orten umher und mied die anderen Tiere der Wüste. Sie war einsam, zeigte es aber nicht. Eines Tages, als sie unter einem Stein saß und sich wünschte, glücklich zu sein, sah sie den Wegekuckuck vorbeirasen. Warte! Ich möchte dich um einen Gefallen. Und dann lacht er noch so doof, während er stirbt. Wow. Dokumente der Motus Bergbaugesellschaft. Du hast ein merkwürdiges, augenscheinlich offizielles Dokument mit dem Siegel der Motus Bergbaugesellschaft gefunden. Es könnte Geheimnisse über die Zeit enthalten, der das Unternehmen in Apotyre herrschte. Aha. Ist das gut? Ist das schlecht? Ich nenne es einfach mal mit, ne? Genau. Wo kommen wir denn jetzt hier hin? Na, guck mal. Wieder voll die neue Gegend. Apotyre. Da sind wir jetzt auch. Alles klar. Weißt du Bescheid. Hier gibt's auch noch mehr zu tun. Ich möchte aber schnurstracks eigentlich zum Hauptquest weiterlaufen, denn wir haben schon sehr viel Zeit hier mit dem Laufen verloren. Und dann möchte ich auch wenigstens noch in diesem Part mal ankommen. Versuchen wir das doch einfach mal, auch wenn hier bestimmt immer wieder Gegner kommen. Sieht man ja schon. Ja. Wunderbar, also die habe ich geschafft hier. Weiter. Ich weiß nicht, wie weit das jetzt noch entfernt ist. Hier sind wir auch, hier haben wir auch irgendwie, ja. Schaut mal hier, das ist so ein Gewölbe. Müssen wir da so, ach, wir sollen da sogar durch. Ja, prima. Dann kann man immer das so schön sehen. Adessa! Ach toll, jetzt haben wir wenigstens mal einen Ort entdeckt. Haben wir nämlich schon die ganze Zeit nicht. Wo? Hier. Aus dieser Geschichte schafft ihr sterblichen Mythen. Es gab viele Schlachten, viele Niederlagen, viele Siege. Der Sturm verschonte niemanden. Eure Vorfahren versteckten sich, als der Boden unter den versammelten Armeen von Lord Owen bebte. Sie flüsterten sich Geschichten über den strahlenden Ysa zu, welcher die Winterfeinde niederstreckte wie Blitze die bedrohlichen Wolken. Es war alles, was ihr vom Krieg wisst. Mhm. Ach, ich höre bei diesen Kurzgeschichten ja immer ganz gerne zu, beziehungsweise manchmal ist es ja eine,
die einfach nur in mehrere Steine aufgeteilt wird. Halt! Ihr seid neu hier. Ich heiße euch in Odessa willkommen, doch jeder Neuankömmling muss zunächst eingetragen werden. Bitte beantwortet die Fragen wahrheitsgetreu, um unsere Zählung nicht zu verfälschen. Nun denn, was führt euch nach Odessa? Ich bin aus privaten Gründen hier, das geht euch nichts an. Wer seid ihr? Was sollen all die Fragen? Verzeiht meine Unhöflichkeit. Ich bin Kenner Bruge, Rechner zweiter Klasse des Domus Politica. Meine Aufgabe ist es, jene zu sortieren, die nach Odessa kommen. Sie in der Stadt zu begrüßen und gleichzeitig das empfindliche Gleichgewicht zu wahren, das wir Gnome erschaffen haben. Was sollen all die Fragen? Ich bin aus privaten Gründen hier. Sie helfen, die Neuankömmlinge in der Stadt zu sortieren. Wir wollen sichergehen, dass jeder dorthin kommt, wohin er gehört. Okay. Ja, nun jedenfalls seht ihr fähiger aus als manch anderer, der vor euch kam. Die armen Seelen. Mit etwas Glück verlaufen eure Botengänge ohne Zwischenfall. Also, von woher seid ihr nach Odessa gereist? Der will aber ganz schön viel wissen. Aus Fomorus Hughes Labor. Alesta sagt euch vermutlich nichts. Ich bin mal ehrlich und sag mal, was ich, oder? Darf ich oder lieber nicht? Das sagt ihm bestimmt was, wenn ich jetzt Alesta sage. Ich lüge mal. Alesta, ihr meint, ihr kommt aus Fomorus Hughes Laboratorium? Ah, okay. Ja, jetzt sehe ich es. Was eure Nase angeht, lagen sie falsch. Aber ihr passt auf die Beschreibung, die man mir gab. Wir können die restlichen Fragen überspringen. Ihr dürft Odessa betreten. Ihr werdet im Sandsteingut untergebracht. Vorübergehend. Ihr gebt mein Haus? Wie nett. Was ist das? Irgendein Trick? Ja, ich habe mir eine Krankheit eingefangen. Das ist schön. Macht euch keine Sorgen, Neuankömmling. Ich nehme meine Pflicht sehr ernst. Aber ihr tut vermutlich gut daran, misstrauisch zu sein. Sicher, die ärmlichen Unterkünfte des Hospitalesquartiers bleiben euch erspart. Aber das Sandsteingut ist normalerweise reserviert für ganz besondere Gäste. Es ist mehr als ungewöhnlich, dass euresgleichen hier untergebracht wird. Wie dem auch sei, hier ist der Schlüssel. Willkommen in Odessa. Okay, Odessa, sag doch mal was dazu. Ja, ihr seid nun offiziell als Besucherin Odessas verzeichnet, des Zentrums der gnomischen Gesellschaft in den Feenlanden. Wer ist, ja, das bist du, okay, Domus Politica? Im Domus wird die gesamte politische Arbeit von Odessa verrichtet. Die Templer legen die Richtlinien fest, die dann im Domus umgesetzt werden. Das Domus Politica lässt mich alle Neuankömmlinge in der Stadt zählen und verzeichnen. Nur noch ein paar Jahre und ich könnte vielleicht Rechner erster Klasse sein. Mhm, okay. Sandsteingut nochmal und dann weiter. Nicht jeder bekommt gleich ein Anwesen, nur weil er hier eintrifft. Ich wäre jedoch vorsichtig. Ein geschenkter Halsreif kann leicht zu einer goldenen Kette werden. Okay. Ja, geht schon. Ja, okay. Alles klar, wir haben jetzt hier also ein neues Häuschen. Sehe ich das richtig, das hier? Hm? Oder auch nicht? Doch. Ich glaube schon. So sieht das nämlich bei uns auch immer aus, im Netzwald. Ach, hier ist ja auch eine Menge wieder los. Aber natürlich sind wir ja nicht ohne Grund hergekommen. Deswegen gucke ich jetzt mal. Ah, hier soll es ja Domus Politica. Da müsste die Person drin sein, die wir suchen. Hier sind auch wieder ganz viele Ausrufezeichen. Es gibt also wieder mal eine Menge zu tun. Leider. Und manchmal auch nicht leider. Manchmal ist es total interessant. Und manchmal auch ein bisschen überflüssig. So, jetzt muss ich erstmal gucken. Nee, mit dir will ich jetzt nicht reden, auch wenn du jemand bist, der Hilfe braucht. Ist irgendwie schnuckelig hier mit denen. Ich laufe mal ganz schnell hier hoch, damit wir dann nochmal die Person schnell finden, die wir suchen.
Mein Gott, ist aber auch verwinkelt hier. Boah, krass. Okay, jetzt bin ich völlig falsch gelaufen. Ja, sehe ich das richtig? Toll. Bestimmt auf der anderen Seite, ne? Hat ja toll geklappt. Na gut, hier war es nicht. Vielleicht unten? Guten Tag. Da geht's raus, das will ich auch nicht. Kann man hier noch irgendwie um die Ecke Braucht nehmen? Ihr etwas? Vielleicht sollte ich hier es mal probieren. Ja, das ist doch ein guter Plan. Warte mal, ich laufe hier mal lang. Ey, komme ich von hier aus dahin? Ich glaube auch nicht, ne? Mein Gott, ist das groß hier. Ah, hier gibt es noch eine Truhe. Da will ich aber nicht ran. Sieht aber sehr, sehr schön hier aus. So ist nicht. Aber wie komme ich zu der Person? Ist ja furchtbar verwinkelt hier. Dann versuche ich es nochmal hier. Das müsste doch jetzt klappen. Bin ich jetzt auf der richtigen Seite oder wieder auf der falschen? Ah, Hilfe. Ich gucke schon oben rechts auf die Karte und nicht mehr dahin, wo ich eigentlich hinlaufe. Gibt's hier... Ja, hier gibt es noch eine Treppe. Okay, super. Prima. Wo bist du, Person? Da bist du, Person. Ja? Was wollt ihr? Ich unterhalte mich für gewöhnlich nicht mit Fremden. Vor allem nicht mit solchen von eurer Statur. Fasst euch bitte kurz. Na endlich, wir haben sie gefunden. Templar Octien ist ein Verbrecher. Ich verstehe. Ihr solltet mit dem, was ihr sagt, sehr, sehr vorsichtig sein. Octien ist ein Templar und befindet sich als solcher in einer absoluten Machtposition. Und wer, wenn ich fragen darf, seid ihr? Octien, ohne sein Geständnis zu beschuldigen, ist nicht nur bedeutungslos, sondern widerspricht auch all unseren Verfahrensweisen. Aber er ist Teil einer Verschwörung. Ich ziehe ihn allein zur Rechenschaft. Selbst wenn das wahr wäre oder jemand es sogar bereits vermuten würde, müsste es von Octien persönlich bestätigt werden. Und dafür wäre ein Geständnis nötig. Da er jedoch nicht hier ist, um die Anschuldigungen persönlich vorzubringen, muss ich wohl annehmen, dass kein derartiges Geständnis existiert. So, mehr kann ich leider nicht für euch tun. Bitte behelligt mich in dieser Angelegenheit nicht weiter, vor allem nicht bei einer derart unzureichenden Beweislage. Wie kann ich das denn mal auf ihr beweisen? Ihr müsst Octien aufhalten. Wir haben bereits über dieses Thema gesprochen. Das Einzige, was ihn überführen könnte, wäre sein Geständnis. Und deshalb wird auch niemand Templar Octien im Livrarium behelligen. Von ihrem Rat im Forum aus leiten die Templer die Weiterentwicklung unserer Gesellschaft. Wir verdanken unsere gewaltigen Erfolge ihrem unbeirrbaren Streben nach Wissen. Zwar hat jeder Templer enorme Freiheiten bei den Projekten, die er unterstützt, aber letztlich ist er stets dem Rest des Forums Rechenschaft schuldig. Es ist ein Anwesen, das auf meine Anordnung hin leer steht, falls ich irgendwann Verwendung dafür haben sollte. So wie jetzt. Oh, plötzlich hat sie eine andere Stimme. Odessa. Es ist das strahlende Juwel des Wissens. Eine Oase der Vernunft und Ordnung, die die Gnome in der staubigen Wildnis der Tyris errichteten. Im Gegensatz zu dem erhabenen Idealismus der Alpha und dem wirren Pragmatismus der Menschen, folgen wir Gnome voller Stolz den Tugenden der Vernunft und Ordnung. Und deshalb müssen wir in diesen Kriegen, die immer wieder toben, unsere Neutralität wahren. Wir können es nicht riskieren, unser Wissen zu verfälschen, indem wir Partei ergreifen. Das versteht ihr doch sicher. Also ich weiß nicht, ob ich sie jetzt letztendlich dann angreifen muss. Nee, ich soll mit Octien sprechen. Ich denke mal, ich soll Beweise holen, weil die töten, das wäre ja ganz schlimm. Aber auch was für ein Kostüm sie anhat, ne? Was für eine Aufmachung hier, wieso weiß ich auch nicht. Wie so eine... Weiß ich nicht, sie sieht aus wie so ein kleines Sahneschnittchen irgendwie. Wie so ein kleines Gnomentörtchen. Aber so eine Mischung aus Fasching, Fantasiekuchenland und Barock irgendwie. Naja, egal. Wir sehen uns im nächsten Part, sind ja bei ihr zumindest angekommen, trotz der weiten Wüste, die wir ja noch gar nicht betreten hatten. Und dann bin ich ja mal gespannt, wie es jetzt hier noch weitergeht. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann. Tschüss.